Hallo, mein Name ist Patricia. Ich bin Parfumliebhaberin und Parfumcoach und ich teile hier auf meinem YouTube-Kanal meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Wahrnehmung rund um Parfums und die Parfümeriewelt. Und heute widme ich eine ganze Parfumrezension einem einzigen Duft, und zwar meinem Favoriten, meiner Favoritin aus der Collection Privée von Gallimard, die ich im letzten Video vorgestellt habe. Die Collection Privée ist anlässlich von 274 Jahren Parfumhaus Gallimard erschienen und dreht sich rund um die Duftnote Oud, rund um das Adlerholz. Und ich empfinde es, wie ich das gesagt habe, als Familie. Es sind 7 Parfums und ein Parfum davon hat mich, ich möchte fast sagen, verführt, hat mich in den Bann gezogen. Und ja, ich musste es wirklich in Originalgröße bestellen. Und ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, es klimpert hier schon. Es ist natürlich Oud Jasmin, Oud Jasmin, die Dame des Hauses, so habe ich das bezeichnet im letzten Video. Und ja, das ist der 100 Milliliter Parfum Flakon. Und was hier so klimpert, ist so ein Anhänger, ein Kupferanhänger mit dem Siegel, mit dem Logo von Gallimard und dem Metallkupfer. Sagt man ja auch auf spiritueller Ebene die Verbindung zur Venus nach. Ja, Venus steht für Schönheit und für Sinnlichkeit. Und ja, da sind wir bei der Botschaft dieses Duftes schon fast angelangt. Ich gebe jetzt, man kann diesen Anhänger auch weggeben. Ich gebe den jetzt weg, damit es nicht so klimpert für das Video. Und ja, ich bin natürlich schon eingehüllt in einer Duftwolke von Oud Jasmin. Und ich habe das auch ins Haar gesprüht. Ich habe es auf meine Haut gesprüht. Es ist übrigens ein sehr feiner, sehr schöner Vaporisateur bei diesem Parfumflakon dabei. Ja, und Oud Jasmin. Ich bin natürlich im ersten Moment davon ausgegangen, wenn ein Parfum den Namen Oud Jasmin, Oud Jasmin trägt, dass sowohl Jasmin als auch Oud vorkommt. Also ich dachte, Oud ist enthalten. Aber Fakt ist, ich rieche kein Oud, ja, nach vielem Beschäftigen mit dem Duft, ich rieche kein Oud und es ist auch kein Oud gelistet, ja, von der Firma, also von dem Parfumhaus aus. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was macht das Wort Oud im Namen, wenn kein Oud vorkommt? Diese Frage habe ich dann gestellt und dazu später. Aber jetzt fange ich mal an. Oud Jasmin. Wenn man ihn aufsprüht, das erste, also du merkst sofort, es ist ein fulminantes weißes Blumenbouquet. Allen voran, gleich am Anfang, Jasmin. Und am Anfang merkt man also ganz leicht auch noch so, hat es so ein bisschen was Seifiges, ja, wie eine sehr intensive Blumenseife. Das verfliegt aber relativ schnell. Das ist der weiße Moschus, der auch drinnen vorkommt, und weißer Moschus macht auch immer so ein bisschen was Seifiges, ein bisschen was frisch gewaschenes. Es ist ein fulminantes weißes Blumenbouquet.
Das habe ich ja auch so gesagt, als ich über den Duft Narcotic Flowers von 1000 Flowers gesprochen habe. Ein fulminantes weißes Blumenbouquet. Nur bei Narcotic Flowers ist das Ganze sehr grün, sehr frisch und das Ganze ist im Frühling beheimatet. Hier haben wir keinen Frühling, wir haben keinen Sommer, wir sind auch nicht draußen, wir sind auch nicht im Garten, sondern wir sind im Haus und wir sind wahrscheinlich im Winter bei kälteren Temperaturen und wir haben viel Puder. Ja, das haben auch diese weißen Blüten ein bisschen an sich. Und es fängt sofort an. Es ist, also man sagt den weißen Blumen, also insbesondere Jasmin und auch ein bisschen der Tuberose, Tuberose kommt hier aber nicht vor, man sagt diesen weißen Blumen eine leicht narkotisierende Wirkung nach. Narkotisierend heißt, ich muss es riechen oder ich rieche es und ich werde in den Bann gezogen. Ich kann gar nicht mehr aufhören und ich weiß gar nicht warum. Und so einen Sog hat dieses Parfum, hat Ujasma. Ja, es ist sehr intensiv. Aber durch den weißen Moschus ist es in keiner Minute ein alter Oma-Duft, wie das manchmal so weiße Blüten oder überhaupt Blumendüfte an sich haben, gar nicht. Der weiße Moschus gibt eine gewisse Spritzigkeit. Wenn dieses Herz, ich weiß ja, wie sich der Duft auch entwickelt, wenn dieses Herz dann ein bisschen weitergeht und wenn wir dann schon zur Basis kommen, dann wird es ein bisschen weicher, ja. Man riecht dann ein bisschen Ambra, ja. Ambra ist auch in der Basis, nicht so wie in Sensuel Safran, der ältesten Tochter aus der Kollektion Privé, wie ich sie genannt habe. Nicht so intensiv, nur ganz leicht. Aber was dann auch in der Basis kommt, ist der blonde Tabak. Ja, also Tabak an und für sich ist manchmal ein bisschen rauchig, ja. Es ist nicht so, blonder Tabak ist auch ein bisschen milder, es ist nicht so wie jetzt ein Oud, aber es gibt dem Ganzen ebenso ein bisschen die Assoziation zu Winter und zu kühleren Temperaturen. Und es bringt diesen Duft, also für mich ist dieser Duft eben nicht weiß, ja, er hat ein weißes Herz, er ist im Inneren weiß, aber er wird ziemlich schnell Gold. Für mich ist es ein goldener Duft, ja, und das macht natürlich auch der blonde Tabak und ein bisschen das Ambra auch. Und insofern passt sogar dieser Einheitsflakon, wie soll ich das hinstellen, so, dieser Einheitsflakon, der ja bei allen sieben Düften gleich ist, aber der passt sogar von der Farbe her, weil auch der Duft für mich ein bisschen golden ist. Ja, und dann war es natürlich so, ich habe mich natürlich gefragt, was will mir dieser Duft sagen? Ja, wenn mich ein Duft so magisch anzieht und ich das gar nicht erklären kann, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Duft eine Botschaft für mich bereithält. Ich habe das auch schon in dem Video über Parfum- und Aromatherapie gesagt. Wenn dich ein Duft so anzieht, dann kannst auch du davon ausgehen, dass dieser Duft eine Botschaft für dich bereithält. Und ich bin in mich gegangen. Ich habe mich verbunden, ich habe mich geöffnet für diesen Duft. Und die Botschaft für mich ist erstens mal,
diese narkotisierende Wirkung, ja, also dieses Anziehende, heißt, dieser Duft verstärkt dein Charisma und deine Anziehungskraft. Wenn dein Charisma und deine Anziehungskraft stärker werden, dann heißt das, du ziehst auch mehr Menschen an. Und das kann manchmal Angst machen. Aus diesem Grund stellen manchmal, sehr oft Frauen, die eine natürliche Ausstrahlung haben, ihr Licht vielleicht unter den sprichwörtlichen Scheffel. Ja? Und die Botschaft von Oud Jasmin ist, öffne dich, lass dein Charisma zu, lass deine Ausstrahlungskraft zu, lass Menschen dich von dir angezogen fühlen. Ja? Stoße sie nicht weg. Und da sind wir auch bei der Frage dann angekommen, warum Oud im Namen, wenn Oud gar nicht vorkommt, weil die feminine Jasmin, die feminine Jasmin, sich sehr gerne in einer maskulinen Oud-Gesellschaft aufhält. Das heißt nicht, dass der Duft gelehrt, wie man das nennt, werden muss oder sollte. Oud Jasmin ist für mich ein Einzelduft. Ich persönlich würde ihn nie lehren, weil er so aussagekräftig alleine ist, so stark, ja, so eine starke Femininität auch ausstrahlt. Und genau diese starke feminine Kraft braucht man, um ein Gegenüber, ein gleichwertiges Gegenüber für eine starke maskuline Kraft, wie zum Beispiel den Oud, zu sein. Und insofern passt dieser Duft einfach in diese Umgebung, in diese Familie. Das ist eine starke Frau, die in Gesellschaft von starken Männern strahlt und strahlen kann. Oud Jasmin. Ja, die Botschaft für mich muss nicht unbedingt die Botschaft für dich sein, aber die Wirkung ist vielleicht für die eine oder andere ähnlich. Ja? Oud Jasmin will uns sagen, sehe die Schönheit, sehe die Sinnlichkeit, deine eigene, die Sinnlichkeit dieser Erde und lasse sie zu. Öffne dich. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist ein Duft, der für den großen Auftritt vorbereitet. Und ich dachte zuerst natürlich, es ist der große Auftritt im Rampenlicht, der große Auftritt auf der Bühne. Aber es ist vielmehr der Auftritt in der Tiefe einer Beziehung. Das heißt, es ist wirklich ein Duft für Beziehungsexpertinnen, also wirklich für Frauen, die mit einem großen Charisma gesegnet sind, die eine große Ausstrahlungskraft haben, die ihre Schönheit, ihre Sinnlichkeit zulassen und die fähig sind, menschliche Beziehungen bis in die Tiefe zuzulassen und zu leben. Und das ist ihr Duft. Und das ist ihr Duft. Ich hänge jetzt da nochmal dieses Kupfer, einen Kupferanhänger rum. Das ist ihr Duft. Und es klimpert. Und es ist ein Einheitsflakon für alle 7 Düfte der Familie. Und trotzdem passt er.
Es ist ein goldener Duft, es ist ein Winterduft, trotz seiner fulminanten weißen Blumen. Es ist ein sinnlicher Duft und es ist ein Duft, der in irgendeiner Form liiert ist mit dem Oud. Ja, das wollte ich sagen. 100 Milliliter sind noch vor Weihnachten übrigens angekommen. Ein sensationelles Service von Gallimard. Am Montag bestellt, am Freitag war das Paket da. Das war meine Botschaft für mich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit mir und diesem Duft. Wenn du übrigens, wenn du auf der Suche nach deinem eigenen Seelenparfum bist und wenn du auch Botschaften oder die Botschaft für dich, deine ganz persönliche Botschaft empfangen willst und nicht genau weißt, wie das geht, wie du das machen sollst, wie du dich dafür öffnen kannst. Ich plane eine Gruppe, ein Gruppenprogramm, wo wir gemeinsam unser Seelenparfum finden und wo ich dich auch anleite, dich für die Botschaft deines Seelenparfums zu öffnen und sie zu empfangen. Es wird im Januar oder Februar sein. Ich werde aber jetzt schon sehr bald einen Probelauf machen, einen Probedurchgang. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Schreibe mir. Bald werde ich auch nähere Details auf meiner Website patriciawendling.com veröffentlichen. Der Probelauf wird vermutlich schon nächste Woche, also am 6. Januar starten. Und ja, also ich freue mich darauf, dich zu deinem Seelenparfum zu begleiten und dich dabei zu unterstützen, auch deine Duftbotschaften zu empfangen. Denn die Duftbotschaft für mich muss nicht deine Botschaft sein und vielleicht ist etwas anderes für dich gerade wichtig. Ja, Ujasma, ein großartiger Duft, ein Duft für charismatische Frauen, ein Duft für Frauen, die ihre Sinnlichkeit und ihre Schönheit wiederentdecken wollen, sich daran erinnern wollen, die sich öffnen wollen für Beziehungen, für Gefühle, für die Venus-Energie und eine klare Empfehlung von mir. Und wenn du Ujasma kennst, hinterlasse einen Kommentar, sag mir, wie es dir mit diesem Duft geht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude damit und alles Liebe, alles Schöne, alles Reiche. Ciao.